Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 7. Ich habe diesmal direkt zu Beginn erstaunlicherweise relativ wenig in meinem Menü hier zu erledigen. Zwei kurze Sachen wollte ich trotzdem nochmal kurz anmerken, denn das Geheimnis um Neo Bahamut ist gelüftet. Mir hatte jemand geschrieben als Kommentar im letzten Part, dass Neo Bahamut mit Sicherheit irgendwie bei Vincent anzutreffen ist. Und ich habe gerade mal geguckt, bevor ich jetzt hier euch in Empfang genommen habe, und der ist Tatsache hier mit drin. Ja, weil ich hatte den, glaube ich, in den letzten ein, zwei Parts immer mal wieder gesucht und mich gefragt, wo ist der denn abgeblieben, weil ihr mir ja auch geschrieben hattet direkt zu Beginn, dass Zero Bahamut den hier nicht ablöst und dass die beide parallel irgendwie bestehen und existieren und hast den nicht gesehen. Und ja, deswegen ist diese Frage jetzt erstmal geklärt. Wow, ich habe noch voll viel extra MP und HP-Materia irgendwie offen. Da muss ich mal gucken, ob ich die vielleicht irgendwann wieder verbaue. Und das andere Thema war das mit der Komplettheilung. Also ihr hattet mir auch mehr als nur einmal mich darauf hingewiesen, dass sich das hier ähnlich verhält wie beim Ultima-Zauber. Nämlich, dass ich das erstmal einmal aufleveln muss, damit ich davon auch Gebrauch machen kann. Und ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob ich das nicht auch hier irgendwie Vincent mit reinpacken, Vincent sage ich schon, Sid mit reinpacken soll. Ich glaube, ich mache das sogar. Ist jetzt zwar irgendwie ein bisschen, ja, eine blöde Übergangslösung, aber wenn ich das schnell gelevelt kriege, dann tue ich mir damit hoffentlich selber auch einen großen Gefallen. Und da muss ich halt nur dran denken, dass wenn ich das dann irgendwann mal aufgelevelt habe, dass, ja, dass ich das dann auch hier, na, sag schon, wieder zurückgebe an den rechtmäßigen Inhaber, nämlich Tifa in diesem Fall. Ich werde ihr, glaube ich, statt MP-Absorption, das hatten sie hier, Raub, okay. Ich werde das, glaube ich, jetzt kombinieren mit, geben wir extra HP? Ja, wir geben ihr extra HP. Genau, dann ist sie bei über 5000. Boah, Acid könnte aber auch so eine kleine HP-Ration noch vertragen. Ich glaube, ich gebe dem jetzt auch noch so eine, oder? Ich habe ja gar keine mehr. Wir hatten diese ganzen extra HP-Materia hier. Ach so, guck mal, hier ist noch eine. Sehr gut. Okay, dann kriegt er die jetzt noch. Habe ich gerade so beschlossen. Ey, warum gibt denn das bei ihm? Ach nee, ist gar nicht viel mehr, ne? Also mir schien das gerade so, als ob Sid jetzt viel mehr dafür kriegen würde als Tifa. Aber wahrscheinlich bin ich einfach nur wieder total schlecht im Kopfrechnen. Na, auf jeden Fall sind wir jetzt ein bisschen besser gewappnet, hoffe ich. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt als nächstes hin soll. Warum hat sie denn nicht einen ganz normalen Heilungszauber? Okay, wartet mal, jetzt bin ich verwirrt. Sie hatte doch auch die ganz normale Heilung, oder nicht? Da muss ich jetzt nochmal schauen. Zeit, Wiederbelebung. Ey, was habe ich denn hier fabriziert? Ach ja, ich habe ihr diese Komplettheilung, die habe ich ihr gegeben und dafür Heilung weggenommen. Okay, ich erinnere mich. Wartet mal. Ich habe noch einen anderen Plan. Irgendjemand hatte doch... Achso, sie hat die Raubmaterie. Okay, warte mal, ich bin voll verwirrt. Ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen sammeln. So, irgendwo muss ich jetzt definitiv wieder, wieder Heilung reinpacken. Und am besten mit alle kombiniert. Oh Mann, ey. Ich mach mal die Zeitmaterie eben kurz weg. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich, glaube ich, mit Mega-Abwehr auch auf alle diesen Hasteffekt raufbekomme. Ich glaube, das ist irgendwann in der Vergangenheit mal so ein Thema gewesen, wo ihr mir gesagt hatte, dass ich mir das hätte knicken können. Das heißt, wenn ich zukünftig mal Hast wünsche, dann greife ich auf die Mega-Abwehr zurück. So ist jetzt erstmal mein finsterer Plan. Wenn irgendwas dagegen sprechen sollte, dann lasst es mich bitte wissen. Und Wiederbelebung hätte ich eigentlich... Ach, obwohl sie wird ja wohl... Wir werden ja wohl jetzt nicht so schwere Kämpfe bekommen, dass sie zwei Leute gleichzeitig wiederbeleben muss, oder? Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen pseudo-optimistisch und hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. Und wie ich gerade eben noch angekündigt habe, ja, dass, dass ich mich diesmal nicht so lange im Menü aufhalten werde und jetzt hier trotzdem wieder so eine halbe Ewigkeit zubringe. So, jetzt bin ich aber durch. Ich wollte eigentlich nur wegen Neo Bahamut und wegen der Komplettheilung ein paar Worte verlieren. Okay. Ja, das sieht schon wieder nach einem total freundlichen Einstieg aus. Was zum... Ach du Scheiße. Ey, das heißt ja nicht am Ende des letzten Parts. Ich weiß ja nicht, was passiert. Ich hoffe, dass es nicht mit irgendeinem Weapon zusammenhängt. Das heißt, wenn ich beim letzten Mal noch versucht hätte, in die...
Nein, bleib weg. Kannst du bitte wieder untertauchen? Kann ich seinen Kopf nicht irgendwie runterdrücken? Ich will nicht, dass du jetzt hier nach oben kommst. War doch unten viel gemütlicher. Was willst du denn hier? Warum läufst du überhaupt über Wasser? So eine Schuhe will ich auch. Mann, was will der? Ich will den nicht bekämpfen. War das nicht so ein. Das ist doch der. Ist das nicht der, der unter Wasser? Der war doch der Smaragd, oder? Der war doch voll schwer und so. Oh Gott, ey. Ich hab. Das ist echt der ungünstigste Einstieg, den ich mir hätte vorstellen können. Was ist los? Ein merkwürdiges Signal. Ja, merkwürdig trifft es in der Tat sehr gut. Von wo? Es kommt von dieser Person. Welcher Person? Wow! Oder wow? Keine Ahnung. Hey! Okay, keine Ahnung, was ihr alle wollt. Ich habe mich erschrocken und war außer Kontrolle. So ein Mist. Die Weapon taucht aus dem Ozean und geht direkt auf Midgard zu. Nein. Nein, das habe ich da gerade nicht wirklich vorgelesen. Die neue Waffe dürfte ihn aufhalten, oder? Ich weiß nicht, ob sie bereit ist. Oh Gott, ich will. Hey, was passiert mit Marlene? Keine Angst um Marlene, sie ist in Sicherheit. Sie ist bei ihres Mutter. Okay, ich glaube, das beruhigt Barret schon. Barret! Oder er glaubt ihr gerade nicht, also ihr, Cate Sith. Wie war das gerade? Wenn Marlene in Sicherheit ist, sind ja alle anderen wohl egal. Ist ja klar, dass sie die erste Priorität für ihn ist. Also ich glaube, so würde jedes Elternteil denken, oder? Das wollte ich dir schon immer sagen. Wie viele sind wohl umgekommen, als du den Reaktor hochgejagt hast? Oh ja, immer rein in die Wunde, Cate Sith. Wirklich total einfühlsam und so. Es geht um das Leben des Planeten. Ein paar Verluste musst du einplanen. Ein paar? Was heißt hier ein paar? Für dich sind das nur ein paar, aber für die Opfer war es alles. Ach, den Planeten schützen, das klingt edel. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber das heißt nicht, dass alles erlaubt ist. Von einem Shinra-Typen lasse ich mir nichts sagen. Irgendwie kann ich beide gerade so ein bisschen nachempfinden. Ich bin sowieso ein. Ein. Aufhören! Cate Sith, Barret weiß, was er getan hat. Was wir in Midgar getan haben, kann niemals entschuldigt werden. Ich bin voll nervös. Ich kann mich gar nicht auf das konzentrieren, weil ich weiß, dass da im Hintergrund irgend so eine Weapon rumkrauchelt und mich jetzt wahrscheinlich gleich angreift und ich gleich sowieso sterben werde und so. Ist doch so. Wir haben es nicht vergessen, oder? Ich kann dich ebenfalls verstehen. Du kannst die Firma nicht verlassen, weil du dich um die Leute in Midgar sorgst. Ach, Tifa, so liebevoll diplomatisch. Goya? Na, sprich mal ein Machtwort. Okay, vorwärts. Wir werden die Weapon besiegen. Oh, da ist aber jemand optimistisch. Ja, dein Wort in Gottes Ohren klaut, ne? Hey, Goya. Glaubst du, wir kommen gegen dieses Ungeheuer an? Wir haben eine Chance, oder? Wie soll ich das wissen? Das ist aber kein Grund, ihn entwischen zu lassen. Ich hab gerade fast gesagt, entweichen. Wir gehen nach Midgar und kämpfen gegen Weapon. Los, ab geht die Post. Ja, ich habe da irgendwie gerade ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Aber guck mal, ich hätte noch die Möglichkeit, mich jetzt hier. Okay, wartet mal, dann lande ich mal nochmal kurz. Ja, und wieder finden wir uns jetzt im Menü wieder. Aber jetzt weiß ich ja, was mich erwartet und kann da vielleicht die ein oder andere Präventivmaßnahme tätigen. Blöd ist natürlich, dass ich im Vorfeld immer nicht weiß, ob es sinnvoll ist, so eine Weapon zu beklauen. Ich wollte hier nämlich erstmal eine Genesung Master machen, damit ich die Heilung 3 auch zur Verfügung habe. Phönix Wiederbelebung, ja, es ist alles ganz cool. Raub. Ah, eigentlich habe ich beim letzten Mal schon alles. Ja, bei ihr muss ich ein bisschen an den Todesstoß denken. Damit ich auch das Maximum an Schaden mit ihr zumindest raushole, wenn sie denn überhaupt zum Angreifen kommt. Ultima haben wir hier drin. Gegenangriff, Glücksplus, Manipulation werde ich wahrscheinlich für diesen Kampf nicht brauchen. Ich Manipulation. Ich glaube, ich nehme das für diesen Kampf raus. Weil alles, was ich ihm alternativ jetzt hier, glaube ich, reinsetze, ist irgendwie ein bisschen sinnvoller. Tja, die Frage ist jetzt, packe ich jetzt irgendeine Beschwörung mit rein oder packe ich jetzt so extra MP oder so ein Gedönszeug? Ich glaube, ich packe einmal die Alexander-Beschwörung noch mit rein.
Ich glaube, das hat in der Vergangenheit so schadenstechnisch immer relativ guten Schaden auch ausgeteilt. Eindämmung, ja, ich glaube, den ganzen Rest, mit dem kann ich durchaus was anfangen. Asteroid, ich hoffe, dass der gegen all diese Sachen auch empfindlich sein wird. Komplettheilung, ja, würde ich gerne leveln. Ich schätze einfach mal, dass so eine Weapon oder generell die Bosse auch entsprechend mehr AP dalassen, ne? Und das vielleicht auch einen erhöhten Effekt auf diese Materia hier bewirkt. Ja, ich würde sagen, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich werde mich da jetzt nicht unnötig verrückt machen. Ich werde wahrscheinlich genug verrückt werden. Schon wieder voll in Sprachfehler. Ich bin noch nicht so lange wach, deswegen klinge ich vielleicht auch ein bisschen neben der Spur, ja. auf jeden Fall bin ich jetzt gerade ein bisschen aufgeregt, ja. Und das Verrücktsein und Verrücktwerden wird wahrscheinlich beginnen, sobald ich mich in der Nähe befinde. Aber die Musik, die reißt einen auch so mit, ja. Die macht einen auch so wahnsinnig und nervös. Und da weiß man irgendwie gar nicht, wo man jetzt... Achso, hier ist Midgar schon. Ah, guck mal, kann es sein, dass man hier auch diese riesige Kanone erkennt, die da angebracht wurde? Nee, eher nicht, ne? Irgendwie bilde ich mir gerade ein, dass das vorher anders ausgesehen hat und dass man diese dicke Knarre, die da irgendwie rausragt, dass man die im Vorfeld nicht gesehen hat. Aber ich weiß das nicht genau. Ich habe auf jeden Fall jetzt total den Bammel. Ich glaube, ich kriege das schon wieder nicht hin. Ach so, wartet mal. Hieß das nicht, dass ich die in der Luft anfliegen muss? Ich habe schon wieder voll gepennt. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz wieder zu meiner Highwind zurückgehen. Ich glaube, das war nämlich nicht direkt. Ich muss doch, wir haben doch gesehen, wie die aus dem Wasser gestiegen ist. Ich habe schon wieder nicht zugehört. Da oben ist irgendwas. Ach, hier. Oh, 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 oh. Wie komme ich zu dir runter? So vielleicht? Ja, das sieht, glaube ich... Oh, oh Gott. Hey, hey, was tust du da? Die Highwind zerstören? Lass uns auf der Erde kämpfen. Ja, ich will aber die Highwind zerstören. Vielleicht packe ich dem ein paar Kratzer oder so ran. Okay, muss ich jetzt warten, bis er das Festland erreicht hat oder was? Ja, na gut, dann warten wir halt. Soll mir auch recht sein, auch wenn das irgendwie ein bisschen... Oh, ja, das wollte ich eigentlich vermeiden und hier quasi mit voller Energie rein und so. Aber naja, was soll man machen? Ja, und dann auch direkt einen Angriff von hinten. Ich finde das gerade irgendwie nicht toll, dass ihr mir hier meine Pläne zunichte macht. Denn eigentlich interessiert ihr kleinen Hanswürste mich nicht sonderlich. Ich mache das gleich so, Leute. Ich werde euch hier rausschneiden, bis er dann hier endlich mal die Küste erreicht hat. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber er scheint sich relativ langsam fortzubewegen. Meine Geduld ist auch irgendwie nicht unendlich. Boah, wie lahm der läuft, ey. Aber ist wahrscheinlich unser Glück, ne? Damit wir auch ein bisschen mehr Zeit haben. Ja, wobei, eigentlich brauche ich gar nicht, euch rauszuschneiden. Dauert ja hoffentlich nicht mehr allzu lange. Na komm. Put, put, put. Du lahme Schnecke. Hoffentlich bist du im Kampf genauso langsam, wie du jetzt hier auf dem Wasser bist. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Herz macht gerade voll die Salti. Oh Gott, hat der dicke Schenkel, ey. Alter Verwalter. Oh Gott, ich bin voll überfordert. Gut, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Okay, er hat die blöde Feintechnik, das ist gar nicht gut, deswegen fange ich jetzt mit ihm, bei ihm mal mit einer Beschwörung an. So, hier möchte ich mit der Feintechnik bitte einmal die Mega-Abwehr verwenden, nachdem Alexander hier mal irgendwie zu Potte gekommen ist. Der alte Schnösel, langsam trifft auf langsam, ja, beides voll die fetten Klopse und beide voll lahm, aber beide können mehr als ordentlich austeilen. So, was wollte ich berücksichtigen? Mega-Abwehr ist ein Thema gewesen. Also da bin ich gerade dran. Dann wollte ich versuchen dran zu denken, dass ich mit Tifa immer den Todesstoß nehme. Ich kann auch nur diese eine Diamant-Weapon. Ach du Scheiße, habe ich von Diamant-Weapon überhaupt schon mal irgendwas gehört? Also ich muss sagen, so rein von der optischen Aufmachung. Warum mache ich einen Nullschaden? Warum macht denn der null Schaden? Das finde ich nicht okay. Kann ich den... okay, warte mal, das verstehe ich nicht. Ich muss jetzt mal mit anderen Leuten auch irgendwie komische Sachen ausprobieren. Ich glaube, bevor ich jetzt hier irgendwas ganz Blödes mache, werde ich erstmal alle Beschwörungen mal raushauen. Weil die scheinen ja immerhin Schaden zu bewirken. Ich hoffe, dass Alexander da keine Ausnahme gewesen ist. Ey, nicht, dass ich jetzt hier... Also am Todesstoß kann es ja nicht gelegen haben, dass das keinen Schaden austeilt. Kann es sein, dass diese Weapon hier irgendwie immun ist gegen physische Angriffe? Das wäre ja irgendwie ein bisschen krass. Ich lasse gerade so von meinem geistigen Auge Revue passieren, was ich hier für Zauber mit mir führe.
Aber ich habe mich in letzter Zeit gar nicht so auf Zauber gestürzt. Aber gut, ich habe noch die ein oder andere Feintechnik, auf die ich natürlich bauen kann. Also ein bisschen Schaden werde ich ja austeilen können. Dann habe ich noch mit Cloud, glaube ich, Asteroid noch zur Verfügung. Ich glaube, das macht auch relativ viel Schaden. Und Ultima habe ich auch. Das Blöde ist, dass diese... Wow, ey, fast 10.000 Schaden. Oh, Countdown. Oh, ich stehe nicht so auf Countdowns. Also, Weapon, wenn du mich irgendwie lieb hast, dann machst du jetzt keinen Countdown mehr. Ich möchte keinen Countdown. Ich habe irgendwie voll Angst vor dir. Aber irgendwie so wirklich viel Schaden. Drei. Ach du Scheiße. Okay, macht das jetzt Sinn, irgendwie... Oh Gott, irgendwie in Abwehrhaltung zu gehen. Ich bin gerade am Überlegen, was ich sonst noch an passiven Fähigkeiten habe. Ich kann ja hier derweil mal gucken. Ultima könnte ich noch machen. Ich glaube, ich habe aber nicht so viel passiven Kram. Mit Mega-Abwehr habe ich, glaube ich, schon das Maximum an Verteidigung mir selber jetzt verschafft. Und, oh Gott, ich glaube, ich werde jetzt danach mal mit dem Ultima probieren. Ich habe keine blasse Vorstellung davon, wie viel Energie der überhaupt hat. Boah, Hades hat ja echt wenig ausgeteilt. Der wird wahrscheinlich jetzt auch nicht den ganzen Zustandsveränderungen zum Opfer gefallen sein, schätze ich mal. Gucken wir mal, was Ultima jetzt bewirkt. Ist zwar relativ... Oh Gott, ist der Countdown schon vorbei? Okay, das war total die Pille-Palle-Attacke. Die nehme ich jetzt billigend in Kauf. So, hat Tifa noch irgendwelche? Ja, Tifa hat noch den Phönix. Also bisher war irgendwie... Das war, glaube ich, Bahamut gewesen, der 10.000 Schaden gemacht hat, oder? Alexander war, glaube ich, bei knapp 5.000, also ein bisschen weniger. Und ja, ich traue mich irgendwie gar nicht nochmal einen normalen Angriff auszuprobieren, aber irgendwie würde ich das... Doch, ich gucke noch einmal mit diesem Doppelschlag, ob das jetzt hier irgendwie dem irgendwas antut. Und wenn das jetzt auch nichts bewirkt, dann... Okay, der ist definitiv nicht feuerempfindlich. Hä? Aber Sid macht jetzt hier irgendwie Schaden. Okay, das muss ich gerade nicht verstehen. Alles klar, dann probiere ich jetzt hier mal Komet 2 aus. Einfach mal alles... Oh Gott, jetzt geht der Counter noch weiter runter. Wäre das jetzt irgendwie sinnvoll, in die Abwehrhaltung zu gehen? Das erhöht doch... Wow. Alter Schwede. Okay, ich glaube, damit kriege ich den. Also es sei denn, der hat jetzt... Oh Gott. Es sei denn, der hat jetzt irgendwie 2 Millionen Energie oder so. Dann ist das natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Habe ich den jetzt besiegt oder holt er jetzt zu seiner Mega-Attacke aus? Ih, der hat 3 Augen. Ich habe ihn besiegt! Ah, wie geil ist das denn? Ey, kurz bevor sein Countdown abgelaufen ist. Ja? Das Einzige, was mich gerade ein bisschen beunruhigt, nicht, dass dieser Countdown zu irgendeiner... Ach, du heiliger Bimbam. Okay, jetzt erschlagen mich wieder die ganzen Fenster. Ist okay, ich werde nur ein paar Beulen mit davon tragen. Aber das nehme ich billigend in Kauf für diesen Fortschritt, der sich daraus ergibt. Nicht, dass ich mit dem Feindes können... da noch irgendwas hätte lernen können, einmalig. Ah, das war mal echt eine geile Weapon, aber verhältnismäßig einfach. Und ey, die Musik wollte gerade lieb werden. Warum ist denn die jetzt auf einmal weg? Hä, verstehe ich gerade nicht. Ich dachte gerade, dass das hier voll die Harmonie ausstrahlen würde. Aber so rein optisch gesehen finde ich den schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also gefällt mir viel besser als die Weapons, die wir bisher zu Gesicht bekommen haben. Was ist los? Suchst du immer noch was? Warum sind denn die so dunkel? Die stehen wahrscheinlich im Schatten, ne? Nein, es fühlt etwas... Ja, es riecht Mord. Ach so, ich habe das gerade voll bescheuert betont. Es riecht Mord, aber nicht bei uns, oder? Zu meinem Luftschiff! Achso, es steuert immer noch auf Midgard zu. Oh oh. Nein, nein! Kann ich da hinrennen und es aufhalten? Ja, Hauptsache das Handy klingelt so mittendrin in der ganzen Hauptaction. Oh nein, lass uns bloß abhauen! Irgendetwas Großes, ich meine, was Riesiges kommt! Ja, damit meinst du doch die Weapon, oder? Mit der haben wir doch gerade schon ein bisschen gekuschelt. Herr Präsident, die Vorbereitung für Sister Ray laufen. Fertig. Okay, oh, wie ich die alle hier so nicht leiden kann. Feuer. Okay, achso, jetzt versuchen die Diamant-Weapon irgendwie aufzuhalten. Irgendwie finde ich diese Weapon so auf ihre ganz eigene Art und Weise so im ästhetischen Zusammenhang wunderschön. Ich kann das irgendwie nicht begründen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch dieser Cutscene gerade eben geschuldet gewesen. Fand ich irgendwie, ja, schön anzuschauen, muss ich sagen. Aber ich habe, das ist so dieses tolle, feine Fantasy-Gefühl, ja, was ich auch aus den wenigen anderen Teilen, die ich kenne, immer wieder habe. Diese
diese Angst und diese Ehrfurcht, die man empfindet, wenn einem so ein riesiger Boss irgendwie entgegentritt. Das ist der totale Wahnsinn und das sieht gerade wunderschön aus, was sich da in Midgar abspielt. Auch wenn der Anlass irgendwie sehr kriegerischer Natur ist, dass wir dieses Schauspiel hier beobachten dürfen, aber es ist trotzdem eine richtige Augenweide und jetzt bin ich echt mal gespannt, was da jetzt passieren wird und ob der Plan jetzt so aufgehen wird. Ich habe irgendwie ein ganz, ganz blödes Bauchgefühl, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt hier das Ganze so Friede, Freude, Eierkuchen mäßig abgeschlossen werden kann. Wow, das sieht echt so beeindruckend aus. Oh, ich liebe diese Cutscenes hier so abgöttisch. Boah, wie ich die jedes Mal hasse. Ey. Jetzt können die sich auch knicken, Rufus hier jedes Mal einzublenden. Oh, okay. Diamant-Weapon, was tust du da eigentlich? Warum hatten der hier in der Cutscene nur zwei Augen? Und vorhin, nachdem wir den besiegt haben, sah das nach mehr aus. Aus welcher Richtung kommt der Angriff? Midgar. Okay. Marlene! Ich glaube, ihr wird schon nicht zustoßen, oder? Die Musik ist richtig geil. Das ist sogar so ein bisschen... Na, wie heißt das? Ich habe das immer nie so wirklich geguckt, außer damals im Kino. Hat so ein bisschen Star Wars-Ambiente gerade. Ich glaube, dass das Star Wars war. Da bin ich mal gespannt, ob das ausreicht. Mitten ins Herz, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sah auch ein bisschen verwundet aus, da so an seinem Schwachpunkt. Oh, irgendwie tut mir die Weapon gerade leid. Ist das irgendwie anormal? Sollte ich mich psychologisch betreuen lassen? Aber es hat mir gerade wirklich voll leid getan. Verdammt! Es ist direkt durch Weapon gegangen. Also doch. Ich verstehe, sie sind hinter Sephiroth her, der Krater an der nördlichen Grenze. Das ist wieder so eine Info, die ich mir merken musste, damit ich den Weg später nicht verpeile, ne? Wow. Wow, 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 was für eine Cutscene-Flut, ey. Wenn ich mir überlege, dass ich im letzten Part noch die Highwind betreten hätte, dann wäre das ja echt noch munter weitergegangen, ne? Das war gerade wie so ein Wink des Schicksals, habe ich das Gefühl. Bediener. Sir, Weapon wurde geschlagen. Sowohl der Krater als auch die Barriere sind verschwunden. Geh weg, Rufus. Komm nicht so nah, sonst haue ich gegen meinen Monitor. Sir, eine Masse hochverdichteter Energie bewegt sich auf Midgar zu. Oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, das konnte ich gerade leider nicht vorlesen. Sorry, Leute. Jetzt sehen wir Rufus mal in echt. Der sah gerade so ein bisschen Ähnlichkeit hat er schon mit Cloud, oder? Auch wenn die Cloud-Fans jetzt wahrscheinlich Sturm laufen werden. Stirbt Rufus gerade? Ist er gerade draufgegangen? Was war das denn bitte da gerade für ein Energieball, der da reingedonnert ist? Was ist mit Sephiroth geschehen? Nordhöhle. Sehen wir nach, was passiert ist. Okay, jetzt bin ich, was die weitere Vorgehensweise anbelangt, ein bisschen überfragt. Also Nordhöhle ist das eine Thema, aber ihr hattet mir im letzten Part so unglaublich viele Tipps und Hinweise zu Midgar gegeben, wo ich auch teilweise den Kommentar entnommen habe, dass ich auch nach Midgar nochmal muss. Ich weiß jetzt nicht, ich dachte eigentlich, das hätte sich jetzt hier auf diesen Part bezogen, aber ich quatsche erstmal mit den Leuten, vielleicht gewinne ich daraus ja neue Erkenntnisse. Besiegt Sephiroth, besiegt den Sohn der geliebten Frau. Ich bin nahe daran, eine weitere Sünde zu begehen. Oder büße ich so gut ich kann dafür, dass ich es zuließ? Oh, kryptische Worte, mein lieber Vincent. Den Sohn der geliebten Frau, damit meint Herr Lucretia, den Zusammenhang, den kann ich sogar jetzt nachempfinden, nachdem ihr mich ein bisschen aufgeklärt hattet und ja, mir da so einen kleinen Refresher gegeben habt, was das mit Lucretia auf sich hat. Wow, das muss man auch erstmal sacken lassen, aber das war, glaube ich, mit einer der geilsten Bosskämpfe bisher. Auch wenn der ruhig ein bisschen schwerer hätte sein können. Werden wir die Welt retten, wenn wir Sephiroth schlagen? Ich habe zwar Angst, werde aber mein Bestes geben, jetzt aber schnell zur Nordhöhle. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich die besagte Nordhöhle finde. Ist ja schön, dass ihr alle mit so einem Selbstverständnis davon sprecht, aber ja, das kann schon wieder witzig werden. Nee, warte mal, hier spreche ich ja als letztes mit denen. Jetzt geht's auf in den Kampf gegen Sephiroth. Ich möchte wissen, wie die Höhle von innen aussieht. Glaubst du, Sephiroth sitzt da einfach und wartet auf den Meteor? Weiß ich nicht. Kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Irgendwas wird er machen. Vielleicht ein Buch lesen oder Plätzchen backen oder so. Also einfach nur da sitzen wahrscheinlich nicht. Wenn Avalanche durchstartete, flogen gewöhnlich die Fetzen.
Und jetzt geht es gegen Sephiroth. Was ist damit? Was ist damit? Keine Ahnung. Scheint lange her zu sein. Ja, offensichtlich. Avalanche. Oh mein, damit fing alles an. Also wenn ich Avalanche höre und ich weiß, dass ich das wahrscheinlich immer noch falsch ausspreche, muss ich immer noch an die Anfänge dieses Let's Plays denken und an die Aufregung, die damals damit verknüpft war und so. Möchte bloß wissen, was Sephiroth vorhat. Ja, das möchten wir, glaube ich, alle wissen. Also da bist du in guter Gesellschaft, Kate Sith. Ah, oh nein, oh nein, oh nein! Hallo? Was war das denn bitte gerade? Okay, jedes Mal, wenn ich ihn anquatsche, nimmt unser Schiff irgendwie Schaden. Auch nicht schlecht. Ich bin inmitten eines komplizierten Manövers. Manöver ist falsch geschrieben, du Trottel. Ja, was machen die denn hier? Keine Ahnung. Ich gehe nochmal mit Yuffie quatschen. Die will ich ja nicht vernachlässigen. Eigentlich könnte ich auch zu Bugenhagen nochmal vorbei. Wie ist denn der Pilot so? Sag ihm bitte, wenn er das Luftschiff ruhig steuert, bekommt er ein Autogramm. Ach, irgendwie ist die schon knuffig. Aber ja, ich werde jetzt nochmal zu Bugenhagen gehen. Und ich habe auch noch ein paar Themen jetzt hier auf meiner Liste mit drin. Unter anderem die Frage, ob ich den Battle Square nicht irgendwie noch in Angriff nehmen soll. Was ich da sehr interessant fand, war, dass die Meinungen sehr stark auseinandergingen, was meine Aussicht auf Erfolg anbelangt. Ist Reisen nicht wunderbar, oder? Hä? Das ist irgendwie, glaube ich, voll falsch von der Ausdrucksweise her. Also ich weiß, was er mir sagen möchte, aber da war das irgendwie so ein... Ja, also ich habe gerade... Ich weiß nicht, wie das fachmännisch ausgedrückt und fachspezifisch klingt, den Fehler, den er da gemacht hat, aber soll mich jetzt nicht so interessieren. Sonderlich viel Input hatte er uns jetzt nicht mit auf den Weg zu geben. Gucken wir mal, was Sid jetzt noch sagt. Ah, Sid spricht seinen eigenen Namen aus. Ich glaube, der wird langsam wahnsinnig. Vielleicht ist dies die richtige Zeit. Ja, wofür genau? Ich könnte ja auch mal wieder in die Vincent-Lucretia-Höhle aufbrechen. Das habe ich mir auch noch mit einem Fragezeichen aufgeschrieben. Ey, guck mal, die Aussage, also das, was ich hier sage und antworte, das ist anders als beim letzten Mal. Tja, Nordhöhle. Ich habe keinen Plan, wo die Nordhöhle sein soll. Deswegen werde ich jetzt erstmal, wartet mal, zum U-Boot hinsteuern. Wo waren das nochmal? Ich habe gerade voll, ich erkenne gerade auf der Map irgendwie nicht, wo der leuchtende Punkt sein soll. Ich habe in meinem Zimmer, es ist auch gerade ein bisschen hell. Also es liegt nicht daran, dass ich jetzt neuerdings irgendwie ein paar Dioptrien dazu gewonnen habe. Was ist das denn? Was bist du? Ich glaube, ich möchte dich mal eben kurz berühren. Das klingt so unglaublich falsch, aber ich glaube, ich will mir das einfach mal angucken. So, wartet mal. Erstmal campe ich. Ich habe keine Ahnung, das ist bestimmt irgendeine Weapon, auf die ihr mich hingewiesen habt, dass ich da ein bisschen vorsichtiger sein soll oder dass ich das jetzt noch nicht machen soll. Ich komme mit den ganzen Weapons ja generell immer ganz gerne so durcheinander, aber ich würde mir schon gerne jede mindestens einmal angucken und mal so ein bisschen rumprobieren und schauen, wie weit ich da gehen kann. So, nee, hier wollte ich nicht speichern. Genau, hier haben wir schon einen etwas älteren Speicherstand. Na, das ist ja mal eine aufregende Folge, ey. Gehe ich hier voll auf Weaponjagd? Aber eigentlich habe ich ja CD3 noch nicht erreicht, oder? Zumindest ist das hier nicht so eingeblendet worden wie beim letzten Mal. Und ich habe gerade so einen Bammel, aber ich probiere das jetzt einfach mal. Hallo! Hi! Wie er da voll starr in der Luft hing. Ach du Scheiße. Oh, Backe. Oh mein Gott. Ultima Weapon. Hilfe. Hilfe. Lass mich doch erstmal Mega-Abwehr nehmen. Ich finde das nicht okay. Oh, bin ich fast tot? Nee, eigentlich lebe ich noch ganz gut. Bin hier noch voll gut dabei und so. Ich weiß gar nicht, ob ich das jüngste Gericht... Ach so, das geht von uns aus. Ich wollte gerade sagen, oh, wenn der das jüngste Gericht macht, dann ist er ganz schnell Schicht im Schacht. Im Grunde genommen würde ich jetzt einfach mal... Ja, Alexander, ein bisschen eng hier auf dem Schiffchen, ne? Aber kann es sein, dadurch, dass wir vom Schiff aus kämpfen,
Werde ich wahrscheinlich keine Nahangriffe hier tätigen können. Also ich werde ihm wahrscheinlich jetzt nur Schaden austeilen können mit irgendwelchen Zaubern, schätze ich mal. Das hätte ich vielleicht im Vorfeld so ein bisschen in meine Planung, in Anführungsstrichen. Oh, vielen Dank für die Heilung. Das finde ich sehr nett von dir. Ultima Weapon scheint uns irgendwie zu mögen, ja. Direkt am Anfang bekommen wir hier voll die Unterstützung von ihm. Oh, ich hätte vielleicht zwischenzeitlich mir mal hier irgendwas Schönes aussuchen sollen. So, gucken wir mal, was der Hades hier bewirkt. Oh, oh. Ich glaube, jetzt ist er wütend. Oder flüchtet. Hä? Ah! Das hat schon ausgereicht. Also ich habe in dem einen oder anderen Kommentar auch zu lesen bekommen, dass ich Ultima Weapon mehrfach bekämpfen muss und der immer so ein bisschen dazu neigt. Kann ich dir eigentlich folgen? Ich jage dich. Du kannst mir nicht entkommen. Du warst so unglaublich pippi. Ich möchte dich gerne nochmal bekämpfen. Ich glaube, das nützt gar nichts, oder? Ich glaube, ich blamier mich hier gerade voll, aber das sieht voll so aus, als ob man den nochmal... Mann, wenn dieser Highwind nicht so lahm wäre, was... Habe ich den jetzt nochmal... Boah, was für eine Kraft. Verdammt, glaubst du, ich gebe einfach so auf? Ich glaube, das nützt nichts. Also es klang gerade irgendwie wie so ein Chaka-Kampfspruch. Wir probieren das jetzt nochmal. Aber ich wette, Ultima Weapon muss irgendwo ganz starr irgendwo rumstehen, damit wir da irgendwie in den Kampf eintreten können. Ich will noch einmal probieren, ihn jetzt hier irgendwie... Okay. Nee, funktioniert leider nicht. Tja, keine Ahnung, ob das jetzt gut war, wie der Kampf verlief oder eher nicht so. Auf jeden Fall, ja, bin ich voll froh, dass das voll hingehauen hat, so, ne? Ich dachte, wir werden jetzt hier voll zermatscht werden, aber das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. So, dann werden wir jetzt erstmal via PHS, jetzt nochmal umdisponieren. Ich nehme jetzt Vincent rein, ohne dem jetzt irgendwelche Materia-Anpassungen oder sowas zu gewährleisten, weil ich eigentlich nicht vorhabe, mit ihm zu kämpfen. Ich hoffe, dass wenn ich jetzt diese Höhle aufsuche, dass ich in dem Zusammenhang nicht irgendwelche Bosskämpfe oder sowas bestreiten muss. Das wäre irgendwie ziemlich uncool. Aber selbst da wäre ich, glaube ich, nicht so chancenlos. Es sei denn, das ist so voll der schwere, optionale Boss. Aber ihr hattet mir, glaube ich, bisher nichts von einem Boss geschrieben. Deswegen bin ich da guter Dinge, dass ich mich da auch nicht mit einem Bosskampf konfrontiert sehen muss. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich weiß, warum ich hier so Schwierigkeiten habe, auf meinem Monitor irgendwas zu erkennen. Ich mache den nämlich, wenn ich abends am Rechner sitze, mache ich die Helligkeit immer ein bisschen runter. Und, ah, wartet mal, die kann ich ja eigentlich mittendrin auch wieder hochmachen. Wartet mal kurz. So, jetzt ist wieder auf maximaler Helligkeit. Deswegen habe ich diesen blinkenden Punkt da vorhin auch nicht erkannt. Ja, ich weiß trotzdem nicht mehr. Warte mal, ich muss mal nochmal ganz kurz hier, ach, kann es sein, dass ich schon wieder auf der falschen Seite bin? Ich neige echt dazu, immer auf die falsche Seite zu gehen. Ich weiß auch nicht warum. Da habe ich jedes Mal Tomaten auf den Augen. Ich muss nämlich um diese Landzunge immer wieder der gleiche Ärger hier. Da muss ich nämlich einmal rum, um dann die Höhle zu erreichen. Genau. Ja, jetzt weiß ich das auch wieder. Das war schon wieder mein Fehler gewesen. Oder bin ich hier zuletzt abgetaucht? Das sieht ja alles irgendwie so gleich aus. Nee, hier müsste ich jetzt richtig sein, oder? Hier müsste jetzt direkt vor mir eigentlich der Weg sein, der mich genau in diese Unterwasserhöhle bringt, die ich damals so unglaublich lange gesucht habe. Ich glaube, das ist mit einer der ätzendsten Momente gewesen, wo ich nach dieser blöden Unterwasserhöhle gesucht habe. Aber nur mit einer, weil die ätzendste Situation war diese Sache mit den Ausgrabungen. Also, das kann ich mir echt nicht verzeihen, wie ich damals irgendwie so total rumgefailt habe. Und ja, ich glaube, das wird so schnell auch nicht mehr getoppt werden. Also worauf ich richtig gespannt bin, um nochmal das Thema Battle Square aufzugreifen. Also ich habe einmal den Hinweis bekommen, dass ich das schon schaffen könnte. Ich habe einmal den Hinweis bekommen, dass es mit Level 60 am ehesten schaffbar wäre. Auf welchem Level bin ich denn jetzt überhaupt? Oh. Ja, mit Cloud auf 63, also da bin ich eigentlich schon ganz gut drin. Da müsste ich aber dann zeitgleich auch ein bisschen Geschick an den Tag legen. Das war die Prämisse, die noch ergänzt wurde, ja. Und ein anderes Mal habe ich die Einschätzung bekommen, dass, dass eher die Wahrscheinlichkeit, dass ich das hinkriegen würde, eher nicht gegeben ist. Also ganz unterschiedlich. Oh, immerhin passiert jetzt hier endlich was. Sehr schön. Lucretia. Scharfrichter. Chaos. Okay. Ja, das war mal die epischste Inszenierung von einer Gegenstandsübermittlung, die es je gegeben hat in der Videospielgeschichte.
Und ich frage mich die ganze Zeit, ob es hier irgendeinen Bosskampf geben wird oder ob ich hier irgendwie mich anderen Widrigkeiten ausgesetzt sehen werde. Aber nein, wir haben einfach nur unsere Items abgeholt. Sehr schön. Okay, gucken wir mal, was das bedeutet. Limit-Technik Chaos. Sie wird dann wahrscheinlich für Vincent sein. Ey, wie diese Texte immer so schnell weggehen. Ich wollte lesen, was Vincent dazu sagt. Und Fernkampfwaffe, das wird dann wahrscheinlich seine Ultimative sein, wenn ich mich da richtig erinnere. Achso, ich wollte gerade sagen, warum hat denn der kein Accessoire? Aber klar, ich kämpfe ja momentan auch nicht mit dem. Ja, das wird die Ultimative sein. Erkennt man ja mal daran, dass hier irgendwie kein Wachstum. Nee, wartet mal. Die Ultimativen, die haben doch immer generell keinen Slot, oder? War das nicht so? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall werde ich jetzt eh nicht mit Vincent weiterkämpfen. Deswegen ist das jetzt auch nicht so wichtig. Aber ich glaube, ich kann ihm die trotzdem geben. Also wenn ich mit ihm weiterkämpfe, dann wird er auch. Ach nee, warte mal, es hat ja keinen. Ich bin schon wieder. Ich bin doch schon wieder blöd. Was hatte er denn vorher? Ich habe vergessen, das war der Outsider gewesen, ne? Ja, okay. Nee, dann lassen wir das mal so. Da will ich mir aber trotzdem angucken, was es mit dieser neuen Limit-Attacke auf sich hat, nämlich Chaos. Limitstufe. Achso, nee, ich wollte ja prüfen. Dachte mir gerade, hä, warum gibt es da keine Beschreibung? Verwandlung in einen Chaos-Dämonen. Ich muss sagen, auch dadurch. Oh, ich muss, glaube ich, gleich. Ja, Entschuldigung. Ich weiß gerade nicht. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das rausschneide oder nicht. Keine Ahnung. Aber das bietet sich gerade an. Also ich musste gerade niesen, falls ihr euch gefragt, was ich hier fabriziert habe. Oh Gott, ich glaube, es geht gleich weiter. Oh, das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Dadurch, dass ich meine Limitleiste sowieso gerade voll habe, könnte ich mir das eigentlich ja mal angucken, ne? Auch wenn das eigentlich voll die Verschwendung ist, weil das bestimmt voll wertvoll ist jetzt hier und so. Ja, aber ich glaube, ich werde das mal probieren. Obwohl, warte mal, das kann ich ja, wenn ich dann den Weg zurückgefahren bin, kann ich das ja dann probieren bei den Gegnern, die wir da haben. So, ich war mal so frei und habe euch hier rausgeschnibbelt, weil so aufregend ist das ja im Grunde genommen nicht, was hier passiert. Ja, ich bin parallel dazu so ein bisschen dabei gewesen, auf meinen schlauen Zettel zu gucken. Also ich habe mir ganz, ganz viele Notizen mitgenommen, was die Vorgehensweise anbelangt, wenn uns die Hauptstory wieder nach Midgar führt. Ja, ich habe teilweise auch viele Hinweise bekommen in Bezug darauf, was ich im Hauptquartier beachten sollte und machen sollte und so. Und die Hauptstory führt mich jetzt aber eben noch nicht nach Midgar, weil ich ja erstmal eine Nordhöhle ansteuern soll und deswegen kann ich das jetzt erstmal so für mich nicht umsetzen. Lucretias Höhle kann ich für mich als Punkt jetzt durchstreichen. Für Midgar Barrett mitnehmen. Ja, die vergessene Stadt wäre direkt anfliegbar gewesen. Da habe ich mir irgendwie über den Wald so einen kleinen Umweg gemacht. Das wollte ich mir sowieso nochmal angucken. Also sorry für diejenigen, die das jetzt irgendwie ein bisschen langweilen könnte. Aber da wollte ich nochmal nachgucken, weil da habe ich ein bisschen mit der Stirn gerunzelt, weil ich bisher, glaube ich, das noch nicht gesehen habe. Das müsste ja. Ich weiß gar nicht. Warte mal, ich will mal erstmal gucken, wo haben wir Bone Village? Da ist Bone Village, okay. Ach, hier. Ah, Tatsache. Ja, okay, da bin ich ja nie drauf gekommen. Also da weiß ich dann zukünftig Bescheid. Vielen lieben Dank für diesen Hinweis und sorry, dass ihr euch diesen langen Weg dann nochmal angucken musstet. So, Midgar-Info, Schleife für den Battle Square mitnehmen, habe ich mir aufgeschrieben. Da ein paar Hinweise zum U-Bahn-Tunnel. Das sind halt alles Themen, die jetzt hier irgendwie noch nicht auf dem Plan stehen, ne? Aber ich weiß halt auch nicht, wo die Nordhöhle jetzt ist. Ich bin auch am Überlegen, warte mal, ich will mal ganz kurz mal zum Gold Saucer vorbeigucken. Weil mich hat gerade ein bisschen irritiert, dass wir die Ultima Weapon da gesehen haben, weil ich dachte, dass das auch erst im Zusammenhang mit der CD3 quasi kommen würde. Und ihr hattet mir ja auch geschrieben, dass diese Weapon, die jetzt hier irgendwo im Sande rumkrauche, dass die auch erst ab Disk 3 verfügbar ist. Deswegen wollte ich hier nochmal gucken, was ich jetzt mal kurz machen werde. Auch wenn ihr dann wahrscheinlich wieder denkt, dass ich voll bekloppt bin. Aber ich will mir mal angucken, was ich jetzt brauche, um diesen Battle Square zu betreten und wie der überhaupt abläuft. Also das reizt mich gerade irgendwie mal zumindest ganz kurz reinzugucken. Was mich auch irritiert, ist, dass ich glaube, ich, wenn ich euch richtig verstanden habe, GP
benötige. Wer seid ihr denn? Also ihr standet beim letzten Mal hier noch nicht. Ich kann mir vorstellen, wie dir zumute ist, aber was ist, wenn der Meteor uns nicht trifft? Was machst du dann? Okay. Hauptsache, ihr sinniert hier vollkommen abseits über diese Themen. Ich glaube, ich habe euch zuletzt im Gold Saucer angetroffen. Ich werde meine gesamten Ersparnisse verspielen, bevor der Meteor aufschlägt. Okay, warum nicht, ne? Jeder geht halt anders mit der Situation um. Also wenn ich wüsste, dass hier irgendwas die Erde bedroht, ja, und dazu führt, dass womöglich jeder Tag der letzte sein könnte, da würde ich wahrscheinlich in meinem Leben auch ein bisschen was anders machen. So, okay, kann ich das irgendwie... Achso, ich dachte, ich wollte gerade fragen, ob ich das irgendwie wegdrücken kann oder so. Aber wir müssen uns ja die ganze Fahrt so nicht nochmal angucken. Okay, ja, ich weiß halt nicht, weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, alles, was mit GP verdienen zu tun hat, ist mir absolut zuwider. Ich habe keinen Bock auf Chocobo-Rennen, ich habe keinen Bock auf irgendwelche Automaten. Ich würde gerne mir so eine GP einkaufen. Also gibt es die Möglichkeit, das zu kaufen? Ich weiß, dass das in anderen Spielen, wo man auch Casinos und so einen ganzen Kram hat, dass man da manchmal so eine Chips zum Beispiel auch einkaufen kann. Zwar zu total überteuerten Konditionen, aber man kann die kaufen. Wenn man sich die hier wirklich erspielen muss, dann habe ich da, glaube ich, so ein kleines Motivationsproblem. Aber na gut, wir gucken mal. Diesmal haben wir auch ein bisschen mehr Kohle als beim letzten Mal. Hatte ich hier nicht meine Dauerkarte eingekauft oder so? Einzelkarte, ach, Dauerkarte für 30.000. Ja, ich glaube, die kaufe ich jetzt auch. Weil ich werde hier wahrscheinlich noch ein bisschen öfter mal hinkommen müssen. Wenn ihr, wie ihr wollt, verliert sie also nicht. Ja, das habe ich auch nicht vor. Ja, das mit den GP. Oh, das ist mir so ein Dorn im Auge. Ja. Okay, liegt bei 10.000, okay. Ich habe, glaube ich, auch keine GP mehr. Ich weiß das aber nicht so genau. Ich wollte eh nur mal ganz kurz vorbeischauen im Battle Square. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt probieren werde. Boah, ey, irgendwie ist die Schrift voll schwer zu erkennen, aber man erkennt das. Wenn ich ein bisschen die Augen zukneife, dann klappt das irgendwie schon, na? Mir gefallen Kämpfe, aber ich hasse Großmäuler. Ja, okay. Ich glaube, ich bin beides. Deswegen kannst du dich mir aus dem Kopf schlagen. Denn ich bin jetzt momentan eher interessiert an den Mädels, die mit denen ich so befreundet bin. Ja, habe ich schon genug Auswahl. Ja, so ein Typ mit so einer hässlichen Rasmus-Frisur. Warst du auch? Wenn man sich ansieht, was so in der Welt passiert, fragt man sich, was wir hier machen. Naja, es ist ein bisschen zu spät für mich, noch herumzuhetzen. Herumzuhetzen? Deshalb tue ich nur, was mir gefällt. Das ist am besten. Ach, übrigens, wusstest du schon, ich habe gehört, es soll einen Kampf geben und nur die Stärksten dürfen teilnehmen. Aber was meinen die mit den Stärksten, wenn du mich fragst? Ich würde sagen, Waffen. Hä? Aber das muss doch auch irgendwie gemessen werden. Wir brauchen noch ein anderes System, um Kraft zu messen. Ach so, er mutmaßt, dass das an der Waffenstärke festgemacht wird. Ja, da stimme ich aber mit ihm überein, weil der die stärkste Waffe mit sich führt, muss ja nicht zwangsläufig auch der Stärkste sein, ne? Ich verpasse den Meteor, nicht den... Ich verpasse dem Meteor den stärksten Tritt, oder nicht? Hä? Okay, irgendwie, also entweder habe ich gerade voll die Leseschwäche oder die drücken sich alle sehr merkwürdig aus. So, gucken wir mal. Die zwei da drüben sind von zu Hause durchgebrannt. Die seufzen so traurige Dinge wie unsere letzten Minuten zusammen. Ist das nicht schrecklich? Anders als die beiden habe ich niemanden als mich. Wenn was passiert, dann passiert's eben. Deshalb konzentriere ich mich jetzt auf die Arbeit. Oh, tut mir leid, ich langweile dich. Willst du dich für den Kampf anmelden? Die Anmeldegebühr ist 10 GP. Ich will keine GP verdienen. Ich will mir welche kaufen. Ich bin zu faul. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich könnte wieder an diesen blöden... Also ich weiß, ich glaube, ihr hattet mir irgendwie geschrieben, dass ich mit Chocobo rennen. Ne, mit Chocobo Zucht. Ne, warte mal, hatte ich mir dazu irgendeine Notiz gemacht? Ich glaube, ich habe mir irgendwas wegen den GP... Chocobo-Zucht? Fragezeichen habe ich mir aufgeschrieben, ja. Oh, ich habe da keine Lust, mich irgendwie reinzufriemeln. Ich weiß nicht, ob das alles irgendwie was nützt. Ich müsste mir dann auch wieder Chocobos fangen und da habe ich irgendwie nicht so die Muße zu und... das ist doch echt blöd. Ich glaube, ich mache das erstmal nicht. Ja, sorry. Also, falls ihr euch jetzt irgendwie Hoffnung gemacht habt, dass wir das jetzt hier zu Gesicht bekommen, dann tut es mir leid, dass ich da... ja, den Erwartungen nicht gerecht werden kann. Also ich muss euch sagen, mich interessiert dieser Battle Square auch, ja. Aber ich weiß halt nicht, wie ich schnellstmöglich an die GP rankomme. Ich weiß, ich hatte ja damals diese ganzen Ställe gekauft in dieser Farm. Ich glaube, ich muss aber irgendwie erstmal welche fangen, ja, damit ich da auch
irgendwie was zum Laufen bringe. Und generell, ich glaube, wie hängt denn das miteinander zusammen? Ich glaube, der Hinweis, dass ich mich einer Chocobo-Zucht versuchen muss, um an GP zu kommen, das hängt eher damit zusammen, dass ich die Chocobos, die ich züchte, dann später hier im Chocobo-Rennen irgendwie antreten lassen muss. Ne? Weil die Zucht alleine wird mir ja wahrscheinlich keine GP bringen, wenn ich das jetzt richtig mir zusammenreime. Also alles, was Hinweise anbelangt, einfach an GP zu kommen, den leiste ich sehr, sehr gerne Folge. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal einen Part komplett dem Battle Square widmen und dem Farmen von GP quasi, aber momentan sehe ich da irgendwie keine Möglichkeit, das jetzt schnell über die Runden zu bringen und da in solchen komischen Automaten mich zu versuchen. Da steht mir auch nicht mehr der Sinn danach. Ich weiß ja nicht mal, selbst wenn ich jetzt mich irgendwie auf die Suche begebe nach irgendwelchen Chocobos, die ich jetzt mitnehme und dann züchte, also ich werde wahrscheinlich nicht direkt, nachdem ich irgendwie ein Chocobo eingefangen habe, direkt auch das hochzüchten können und dann in irgendwelchen Rennen antreten lassen können. Ich kann mir vorstellen, dass das schon eine Weile dauert. Oh, ich bin hier immerhin richtig, wie mir scheint. Sephiroths Energiebarriere ist zusammengebrochen. Das klingt doch gut, oder? Sid, kann das Luftschiff reinkommen? Hä? Er ist mein Pilot, oder? Natürlich kann er überall hingehen. Stimmt, tut mir leid. Okay, streitet euch bitte nicht, Leute. Streit können wir gerade gar nicht gebrauchen. Hey, Kid Sid, was jetzt? Moment mal. Okay. Scarlett Heidegger, was ist los? Er telefoniert jetzt nicht wirklich mit denen, offensichtlich doch. Ey, tauchen Scarlett und Heidegger und so eigentlich auch im Final Fantasy VII Film auf? Das würde mich echt mal interessieren. Ey, ich bin echt mit jedem Part, also sorry, dass ich jetzt hier so ein bisschen unterbreche, aber mit jedem Part, den ich hier neu aufnehme, werde ich irgendwie immer neugieriger auf den Film. Also das ist wirklich, wirklich total, ich bin richtig gespannt drauf. Also ich freue mich richtig drauf, wenn das Projekt zu Ende ist und ich mir endlich den Film dazu angucken kann, weil ich glaube, dass das echt noch so manchen Aha-Effekt mit sich bringen wird und da bin ich voller Vorfreude, ja. Seltsam, ich kann den Präsident nicht erreichen. Nicht zum Präsident, zu Sister Ray. Huch, was ist los, Reef? Du redest so komisch. Das ist alles unwichtig. Ey, mir fällt gerade noch was anderes ein. Ich hatte nämlich im letzten Part, da habt ihr mich ein bisschen gespoilert, also zumindest einen Kommentar, ne, da stand irgendwas von Reef ist gleich Kate Sith und da habt ihr teilweise echt voll die gemeinen Kommentare dagelassen und so. Jetzt fällt es mir wieder wie Schuppen von den Augen, das habe ich hier nämlich auch auf meiner langen Themenliste mit drauf. Ich wollte euch nur sagen, dass ich das zur Kenntnis genommen habe. Ja, und aber trotzdem das hier so noch nicht so zu 100% einordnen kann. Der Ausstoß der Reaktoren nimmt ganz von alleine zu. Moment mal, das wäre unklug. Es muss 3 Stunden abkühlen oder es geht nicht. Das geht nicht, er lässt sich nicht bedienen. Die Maschine ist auf Großrechnerbetrieb umgestellt. Wir können das nicht bedienen. Was ist eigentlich dieses... Ach, der hat einen offenen Mund und darunter noch so ein Bärtchen unter seiner Unterlippe, ja, oder was? Ich habe mich gerade nämlich gefragt, was das darstellen soll. Guck mal, sein Mund sieht aus wie so ein Schlüsselloch. Als ob man da so einen Schlüssel reinstecken könnte und damit seinen Kopf aufschrauben könnte. Was ist mit dem Großrechner? Wer... Hey, ruf den Großrechner an! Ey, Heidegger hat auch voll die schiefe Körperhaltung. Wie? Warum erteilst du Befehle? Ist mir egal, wie ihr es anstellt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Reef überhaupt für eine Funktion oder für einen Einfluss hat. Lässt sich für mich irgendwie ganz schwer... Oh, das ist Hojo. Den erkenne ich doch auf 10 Kilometer. Warte nur, Sephiroth. Ich werde dir mehr Marco geben, als dir lieb ist. Hojo, halt, die Kanone, nein, Midgar ist in Gefahr. Ein oder zwei Midgar ist ein lächerlicher Preis. Hojo, Hojo. Hojo, Hojo, Yo-ho, Bro. Zeig's mir, Sephiroth. Er ist nah. Überschreite die Grenzen des Wissens. In deiner Gegenwart ist die Wissenschaft machtlos. Ich gebe nach, wenn auch ungern.
Lass es mich nur sehen. Okay, das ist wohl der Inbegriff eines wahnsinnigen Professors. Wie mir scheint. Hey, tu was, du große Katze! Du große Katze. Ist ja auch nicht verkehrt. Die Katze hat Flügel, wie ich gerade irgendwie so zum ersten Mal wirklich registriere. Wir sinken, Hojo, mach das alleine! Hä? Wir hatten das gerade das Hä gesagt. Das gefällt mir nicht. Du bist verhaftet, Reef. Okay. Jetzt ist es zu spät, um es noch zu verbergen. Könnt ihr den Marco-Reaktor nicht stoppen? Ich bin gerade wieder total verwirrt, aber das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Wir können es nicht stoppen. Du bist doch Shinra, oder? Warum ist es unmöglich? Okay, schweigen ist keine gute Idee, Kate Sith. Wir haben einen langen Weg hinter uns, also versuch jetzt nicht, uns reinzulegen. Ich kann dich nicht zwingen, mir zu vertrauen. Du verdammter Narr, verstehst du denn gar nichts von dem, was ich sage? Shinra ist mir scheißegal, wenn du ein Mann bist. Nein, wenn du ein Mensch bist, rettest du den Planeten. Liegt dir denn überhaupt nichts daran? Niemals, wenn wir den Reaktor abschalten, bricht die Hölle los. Warum? Kannst du nicht einfach das Ventil schließen? Ja, es ist einfach, die Ventile des Reaktors zu schließen. 29? Was? Aber unter dem Reaktor sind Schächte, damit die Energie entweichen kann. Wenn sie erst einmal offen ist, ist es unmöglich, sie zu schließen, ohne dass alles in die Luft fliegt. Und wir können nicht versuchen, das Ausströmen der Energie zu verhindern. Okay, eine Explosion! Diese Explosion wird viel stärker als die Explosion von Reaktor 1. Und damit sind unsere ganzen Avalanche-Leute schon umgekommen, ne? Verdammt! Vergiss es, die Kanone! Wir müssen nach Midgar, das ist jetzt das Wichtigste. Muss zuerst Hojo stoppen. Okay. Sieht aus, als wären Goya und die anderen auf dem Weg. Kommt mir nicht in die Quere. Okay. Sei nicht albern, seit wann erteilst du hier Befehle? Die Friedenstruppe wird alles tun, um den Feind zu schlagen. Wegen denen, denen! Das ist privat. Der Präsident ist tot, mir redet keiner mehr rein. Stimmt, Rufus lebt ja nicht mehr. Okay. Ja, Hauptsache, die haben alle hier unglaublich viel Spaß. Heidegger, ich werde die neue Waffe einsetzen. Hä, wer hat jetzt hier überhaupt Autorität über wen? Ich glaube, Scarlett und Heidegger versuchen gerade, Reef so ein bisschen ins Bockhorn zu jagen. Hey, warte. Goya, alle, es tut mir leid. Aber... Ja, aber wie kann... Irgendwie verstehe ich das noch nicht so ganz. Aber du wirst kommen, oder? Oh, bitte schlag ihn. Ich weiß. Hey, ich übergebe euch das Schiff. Jetzt auf einmal? Ich fand, du warst ein ganz guter Captain. Ich gehe nach Midgar. Ja, wir gehen doch alle nach Midgar, oder? Verstehe ich gerade nicht, was er mir damit sagen wollte. Kann ich diesen Krater jetzt irgendwie besuchen oder so? Kann ich hier irgendwie landen? Nee, landen geht hier erstmal nicht, aber es gibt hier ansonsten auch nicht so... Wow, ey, was für eine tiefe Schlucht, ey. Schade, dass man hier nicht so ein bisschen absteigen kann und reinschmuren kann, was da so liegt. Ich wette, da sind irgendwie voll die geilen Materie auf dem Grund dieses Kraters und keiner kommt auf die Idee, da mal nachzuschauen. Was ist das denn? War ich hier schon mal? Okay, wartet mal, da muss ich jetzt mal eben reingucken. Ist bestimmt irgendwie voll optional. Vielleicht darf ich hier auch noch gar nicht hin. Aber, okay. Wo bin ich denn hier gelandet? Ey, wie geil ist das denn? Oh, die hat eine Materie ausgespuckt. Yay, eine neue Feintechnik brauche ich zwar nicht mehr, aber trotzdem voll süß. Und ich habe das alleine gefunden, ohne dass ich einen Tipp bekommen habe. Ne, 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 ne. Ey, das ist doch das Ding, was ich damals in diesem Tempel des alten Volkes angetroffen habe, oder? Dieses Vieh, was immer weggerannt ist, wo ich da jetzt teilweise noch durch so ein paar Höhlen jagen musste und so. Au, au, es kommt nicht auch vor, dass sich jemand hierher verirrt. Ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, dass ich Besuch hatte. Wer bist du?
Ich bin... Ja? Ich weiß nicht. Oh, du weißt nicht, wer du bist? Ist schon länger her, dass ich darüber nachgedacht habe. Keine Ahnung, wie man mich genannt hat. Okay. Ah ja, man nannte mich den Chocobo-Weisen, richtig. Genau das war's, den Chocobo-Weisen. Sowas vergisst man doch nicht, ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Also, was kann ich für euch tun? Aber wenn ich mir manchmal angucke, was ich so alles vergesse, dann sollte ich ihn vielleicht nicht unbedingt dafür angreifen. So, wir gucken erstmal, was mit dem Chocobo ist. Dieser Chocobo? Nun, der... Lass mich überlegen, ich kann mich nicht recht erinnern. Ey, das ist voll Nagoya 2.0. Genau so ein Gedächtnis wie meiner einer. Tja, schade eigentlich. Wie können wir denn dem guten Männlein oder Weiblein, keine Ahnung, was das eigentlich darstellen soll, auf die Sprünge helfen? Klingt so ein bisschen so, als ob wir das irgendwie, ja, verbessern könnten, so seine Gedächtnisfähigkeiten und so. Aber gucken wir erstmal, was wir hier kaufen können. Wow. Okay, das ist verdammt teuer. Das ist richtig teuer. Ey, aber ich wette mit euch, dass man damit so richtig, richtig geile, seltene Chocobos fangen kann. Ich werde einfach nur, weil ich gerade so unglaublich reich bin, mir von jedem Gemüse bzw. von jeder Nuss mal 5 Stück kaufen. Und ja, dann irgendwann mal gucken. Also wenn ich wirklich irgendwann mal langfristig gesehen diesen Battle Square machen möchte und um diese ganze Chocobo-Sache dann nicht drumherum komme, dann werde ich das vielleicht nochmal in Angriff nehmen, allerdings offscreen, weil das ist so ein Thema, ich weiß nicht, also vielleicht mache ich das auch als optionale Folge mit rein. Ich habe da schon wieder so ein bisschen die Befürchtung, dass ich das nicht kapiere. Also alles, was ihr mir hier womöglich an Tipps mit auf den Weg geben möchtet, was die Beschaffung von GP anbelangt, da müsstet ihr wirklich relativ präzise sein, weil ich ansonsten Gefahr laufe, das nicht zu begreifen und ja, ich da ein bisschen Bammel habe. Aber jetzt weiß ich auch, weil ich hatte am Anfang des Parts ja noch so ein bisschen überlegt, hey, und warum habe ich denn so viele Tipps für Midgar bekommen? Dabei müssen wir jetzt erstmal zur Nordhöhle und so. Dabei war das eigentlich auch gar nicht wirklich eine Höhle gewesen, ne? Also das war nur dieser Krater. Auf jeden Fall ist jetzt das nächste Ziel Midgar. Das heißt, die Notizen, die ich mir für diesen Part eigentlich schon mitgenommen habe, die werde ich dann in der nächsten Folge erst umsetzen können, weil jetzt werde ich nicht mehr nach Midgar gehen. Ich muss mal ganz kurz nochmal gucken. Ja, ich habe auch den Hinweis bekommen, dass ich die Kapelle im Laufe des Spiels öfter mal aufsuchen sollte. Also da, wo ich Eris beim letzten Mal nicht angetroffen habe. Im Grunde genommen könnte ich auch jetzt nochmal kurz nachgucken, oder? Spricht eigentlich nichts dagegen. Und ja, warte mal, ich gehe mal erstmal... Achso, nee, ich bin ja hier in Midgar, bin ich eigentlich voll richtig. Aber nee, nach Midgar wollte ich jetzt eigentlich... Obwohl, warte mal, bis zur Kapelle kann ich ja noch einmal kurz hin. Dann kann ich mal parallel dazu auch schauen, was ich hier sonst noch so auf dem Schirm habe. Ja, dann hat sich dank euch für mich auch die Frage aufgeklärt, ob... Okay, der fragt sich immer noch, wo sein Schlüssel ist, obwohl das Tor längst offen ist. Aber auch nur für uns, weil wir den Schlüssel besitzen. Ja, auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass dieser Diebeshandschuh oder dieser Räuberhandschuh nicht die Items an sich verbessert, die man finden kann, sondern eher die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Diebstahl gelingt, dass das entsprechend erhöht wird. Also vielen Dank dafür. Ich wollte euch noch mitteilen, dass ich das zur Kenntnis genommen habe. Kann ich diesen Punkt nämlich durchstreichen. Ja, dann weiß ich jetzt, wo ich Kate Sids ultimative Waffe finde im Hauptquartier. Aber da werden wir jetzt im nächsten Part wahrscheinlich sowieso hinkommen. Die Kapelle öfter besuchen, das hatte ich auch jetzt gerade schon angesprochen. Und was habe ich hier sonst noch so? Battle Arena, das hatten wir auch schon das Thema. Für Midgar Barrett mitnehmen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt soll man mit ihm nur eine Kiste öffnen können. Das habe ich mir auch auf die Fahne geschrieben. Allerdings soll das erst später kommen. Also ich kann den Anfang, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, erstmal mit meiner Wunschkonstellation weitermachen. Schleife für den Battle Square, genau das hatte ich auch schon. Reef gleich Kate Sith. Ja, ich muss zu dem Thema nochmal sagen, ja, dass
ich da selber mir das nicht erschlossen hätte. Nein, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich unterstelle euch jetzt einfach mal, dass wenn ihr das, als ihr das zum allerersten Mal gespielt habt und dann euch auch noch in die Situation versucht reinzusetzen, das parallel dazu kommentieren zu müssen, da kann einem gar nicht jedes Detail auffallen. Ja, also ich bin da sowieso ein bisschen stärker gefordert als sonst, dadurch, dass ich das ja auch blind Let's Playe. Und es ist nun mal so, dass man nicht allen Details Acht schenken oder Acht geben kann, weil ich ja auch parallel dazu noch andere Spiele habe, die ich aufnehme und so. Also es wird auch zukünftig immer mal wieder der Fall sein, dass mir bestimmte Dinge nicht einfallen, aber für mich ist dieses, dass Reef Kate Sith ist, schon ein ganz kleines bisschen Spoiler, ne? Also wenn es um die wahre Identität von irgendwelchen Spielfiguren geht, dann das bitte zukünftig nicht in die Kommentare mit reinschreiben. Das ist in dem Falle jetzt für mich nicht tragisch gewesen, weil weder Kate Sith noch Reef für mich irgendwelche bedeutsamen Personen hier sind in diesem Spiel, aber in einem anderen Kontext wäre das schon ein bisschen schade gewesen, wenn ich das so gelesen hätte. In dem Fall war das aber nicht so tragisch. So, und alles andere, was ich sonst hier noch auf meiner Liste zu stehen habe, das bezieht sich wirklich alles auf Midgar und auf U-Bahn-Tunnel und auf andere Themen, die da noch so kommen würden, wenn ich jetzt der Hauptstory Folge, deswegen gehe ich da jetzt erstmal nicht mit drauf ein, sondern werde das in den nächsten Part mit reinnehmen. Das soll es aber erstmal für diesen Part gewesen sein. Ich freue mich auf den nächsten Midgar-Besuch, bin gespannt, was da so alles auf mich warten wird und danke fürs Einschalten und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal sehen, liebe Leute. Macht's gut, bis dann, ciao!